Bei uns geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter. Wir reisen nach Irland und treffen die Sängerin Lisa Henningen. Sie hat ihr zweites Album rausgebracht, Passenger. Und Jagaloo wird euch jetzt Lust darauf machen. Mit ihrem Debütalbum Sisu hat die irische Musikerin Lisa Henningen vor knapp 4 Jahren in Irland schon einen Achtungserfolg erzielt und Platin eingeheimst. Mit Passenger ist im Februar in Deutschland ihr zweites Album erschienen. Mit dem Musikmachen ging es bei der Künstlerin, die jahrelang ihren Landsmann Damien Rice musikalisch begleitet hatte, recht früh los. I think as a kid I always wanted to be a singer. You know, I liked songwriters and things that my parents listened to. But then when I was a reasonably small child, I got mad into Michael Jackson, you know, and the idea, I mean, not that I ever wanted to be necessarily a pop star, but there was a lot of dancing around with the hairbrush, you know. And I can't remember making a decision of sorts. I always remember it being the only thing that I wanted to do. Die Haarbürste wich dann schließlich den richtigen Instrumenten. Und im Nachhinein betrachtet, war das eine gute Entscheidung. I learned the recorder. That was the very first thing I sort of learned how to play. And then I took up the guitar and I started playing, getting guitar lessons and doing sort of classical guitar. And then singing, was always singing. Your heart sings like a kettle. I think every time you finish writing a song, or when you start trying to write a new one, there's that feeling of panic. I don't know, I always get a bit, until I'm in the flow of writing something, I do worry that I never will write anything again. Die Panik ist aber unbegründet, also schreibt sie weiterhin ihre Songs und lässt sich, wie hier im Video zu Notz, auch mal richtig mit Farbe zuballern. That was a one-stop-shop for sure. Because you just couldn't do that, you know, more than once. I just wanted to write songs that sort of made sense to me. Discipline encourages creativity, you know. If you sit around waiting for some lightning bolt to strike you, you're going to be spending an awful lot of time scratching your arse, you know? So you kind of need to have some kind of structure. So I'm definitely getting better at that, I hope. Ab Ende April ist die sympathische Musikerin mit der sanften Stimme auch live bei uns zu erleben. Die Tourtermine und auch ihre Akustikclips aus unserem Studio findet ihr wie immer bei uns auf der Homepage unter www.jagaloo.com. Still remember in my heart, so at your can I spot a door.